Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 41, um den Kühlschrank 106 N und F. Der Kühlschrank hier ist gleich groß wie den ich gestern oder vorgestern gezeigt habe. Er ist 52,5 cm breit, das ist Absorbermaß, in sehr vielen Wohnmobilen, Wohnwagen drin. Hat eine Höhe von 76,5 ohne Kompressor. Wenn wir den Kühlschrank von hinten her anschauen, den von gestern, der hatte hier so einen Abschnitt. Vom Mitbewerber gibt es den Abschnitt oben. Aber der hat hier keinen Abschnitt und die Kühlmaschine sitzt dann hier oben drauf bei der Auslieferung. Die hat Standard 1,5 Meter Leitung. Man kann also das Kühlaggregat daneben setzen, unten hinsetzen. Oder noch was dazwischen, zeige ich euch nachher, und dann oben drauf. Also ist relativ ein flexibler Einbau. Der Vorteil ist, ich habe in der Regel dann eine bessere Belüftung vom Kühlaggregat. Also wenn ich das Kühlaggregat unten hinsetzen oder einen Kasten neben, dann kann ich da eine saubere Luftführung installieren, dass der Kompressor gut gekühlt wird. Weil je besser, dass der Kompressor gekühlt wird, wichtig ist hier dieser Wärmetauscher, sitzt ein Ventilator dahinter, dieser muss Luft kriegen, weil das ist kein Kühlsystem, das ist ein Wärmeabtransportsystem. Der transportiert das die Wärme aus dem Kühlschrank raus und aus diesem Grund wird es im Kühlschrank drin weniger warm und die meisten sagen dann, es ist ein Schrank, der kühlt. Und je tiefer das hier die Kühlmaschine kalt wird, desto besser ist der Wirkungsgrad. Vom Stromverbrauch her, dieser Kühlschrank braucht 12 Wattstunden pro Stunde oder das mal 24 sind dann 280,8 Wattstunden pro Tag oder pro 24 Stunden. Also den kann ich an der 100 Ampere Lithium Batterie, so wie das hier, so in die Richtung, 600 Franken so ein Teil, kann ich 4 Tage betreiben. Wir haben hier oben einen Verschlussriegel, wir haben eine Lüfterstellung, das heißt, wenn ich jetzt hier den Riegel rüberschiebe, geht der Kühlschrank nicht mehr zu. Das heißt, er ist ein Spalt offen, ist nicht zum Kühlen, sondern wenn ich den Kühlschrank nicht brauche, wenn ich kühlen will, Riegel rüberschieben und zumachen. Ich habe hier Platz für 1,5 Liter Flaschen. Ich kann den Behälter noch ein Stück hochsetzen. Ich habe hier ein Tiefkühlfach oder Gefrierfach bis minus 12 Grad. Das heißt, ich kann hier Lebensmittel für kürzere Zeit, für eine Woche etwa, einfrieren. Wir haben hier unten 2 solche Auszüge. Die gehen ganz nach hinten. Eine Innenbeleuchtung. 2 Tablare, nichts Spezielles. Wie ihr mich kennt, habe ich ja auch nicht nur den 106N, sondern auch den 106F. Den gibt es ohne Gefrierfach. Da mache ich euch ein Video dazu. Einfach ohne Gefrierfach, durch das habe ich mehr Platz. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, das habe ich euch vorher gesagt, wir können die Kühlmaschine nicht hier oben drauf lassen, sondern wegstellen. Und dann gibt es Leute, die nehmen einen Tiefkühlschrank. Habe ich schon ein Video gemacht dazu. Der ist genau gleich breit, da kann ich oben drauf stellen. Ich habe 2 Kühlmaschinen. Durch das kann ich einzeln regulieren. Und durch das habe ich natürlich einen Kühlschrank mit 2 Kühlmaschinen. Ich kann den Tiefkühler auch darunter setzen. Die Kühlmaschinen ganz nach unten, weil ich gehe ja nicht so oft an den Tiefkühler wie zum Beispiel an den Kühlschrank. Hier verlinke ich euch ein Video über den F, also der ohne Tiefkühler,
Hier das Video vom Katalog über den Tiefkühlschrank. Und hier unten mache ich euch die Playliste über den ganzen Katalog. Aber ich bin jetzt in der Hälfte, es kommen noch ein paar Seiten oder ein paar Videos. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.